What's up Leute, ich hoffe euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Video. Liebe Friends und Friendsines, dieses Video hier ist der zweite Part dieser Reihe, höchstwahrscheinlich auch der letzte. Das erste Video könnt ihr euch hier anschauen, der Link wird euch oben eingeblendet, ich hoffe doch, manchmal klappt das nicht, warum auch immer. Wenn ihr das vorher sehen möchtet, dann bitte, zwingend müsst ihr das aber nicht schauen, um zu verstehen, worum es hier geht. In diesem Video werden wir drei Themen besprechen, wobei vor allem der erste extrem wichtig geworden ist über die Zeit, nämlich das Thema Elementarkunde, super wichtiges Thema, ihr braucht das. Danach bereden wir Artefakt-Sets und zu guter Letzt die Waffen. Wie dem auch sei, die bleiben wir nun in das Video. Let's go. In Genshin Impact gibt es drei Arten von Reaktion, nämlich verstärkende Reaktion, transformative Reaktion und additive Reaktion. Aber was ist der Unterschied? Wir fangen an mit verstärkenden Reaktionen, denn dieses Thema ist das leichteste. Ganz simpel erklärt haben wir hier einen Base-Schaden, der mit einem Multiplikator zusammengeführt wird. Dieser Multiplikator kommt natürlich durch Elementarreaktion zustande und ist immer fest. Das bedeutet, Reverse Vaporize zum Beispiel, also Pyro auf Hydro, wird immer einen Multiplikator von 1,5 haben. Wenn wir also nun 30.000 Pyro-Schaden machen würden, unser Gegner hat aber gerade das Hydro-Element auf sich, wird dieser Schaden mit 1,5 multipliziert und wir erreichen 45.000 Schaden. Hydro auf Pyro, also andersrum, hätte sogar einen Multiplikator von 2,0, das heißt, wenn wir 30.000 Hydro-Schaden auf einen von Pyro applizierten Gegner machen würden, rechnen wir 30.000 mal 2 und das ergibt satte 60.000 Schaden. Dieser Schaden kann weiterhin durch Elementarkunde verbessert werden, nur ist hier euer Base-Schaden sehr wichtig, weswegen man bei solchen Charakteren in der Regel auf eine Angriff-Prozent-Sanduhr wechselt und dann Elementarkunde in den Subsets hat. Meine Yoimiya zum Beispiel ist reaktionsbasiert, so ist sie gebaut mit einer Angriff-Prozent-Sanduhr. Auch die Crit-Werte und Elementarkunde in den Subsets wurden beachtet. Das ist eine sehr wichtige Sache. Man kann diese Charaktere auch mit einer Elementarkunde-Sanduhr spielen, das kann sogar besser sein. Yoimiya und Ayato sind da zwei Beispiele, in der Regel entscheidet man sich aber trotzdem für eine Angriff-Prozent-Sanduhr. Das hier sind übrigens alle verstärkenden Reaktionen, ist eigentlich ziemlich simpel, ist wirklich nicht viel. Wenn ihr diese Art der Reaktion habt, benutzt man in der Regel eine Angriff-Prozent-Sanduhr und versucht über Substats Elementarkunde zu bekommen. So viel dazu, was sind transformative Reaktionen? Vorab, es gibt sehr viele transformative Reaktionen, wir gehen hier aber nur auf zwei ein, nämlich auf Swirl, also Verwirbelung, und auf Hyperbloom, das ist super wichtig geworden. Transformative Reaktionen funktionieren ganz anders. Hier geht es nur um eure Elementarkunde und um euer Charakterlevel. Mehr nicht, das ist alles. Und um die Frage zu beantworten, die sich gerade einige stellen, ja, auch eure Crit-Werte sind egal, denn transformative Reaktionen können nicht critten. Also im Ernst, ignoriert das, es bringt nichts. Wenn wir also jetzt einen Charakter spielen, der eine transformative Reaktion auslöst, bedeutet das, dass dieser Charakter wirklich nur dreimal Elementarkunde haben soll auf Sanduhr, Kelch und Haarreif? Und die Waffe am besten auch? Kommt auf den Charakter an, aber grundsätzlich... Ja, Kazuha ist dafür das beste Beispiel, denn dieser Junge supportet auch noch extra basierend auf seiner Elementarkunde. Gleichzeitig, da er eine transformative Reaktion auslöst, macht er durch die Todeselementarkunde sehr viel Schaden. Und ja, auch das ist wichtig, diese Charaktere solltet ihr definitiv auf Level 90 bringen, mit einer Elementarkunde zwischen 800 bis 1000. Während ein Kazuha, der Level 80 ist, noch okay ist, gibt es andere Charaktere, bei denen das sehr wichtig ist. Und das wäre zum Beispiel Kuki Shinobu. Um das aber zu erklären, müssen wir einmal in das Thema Hyperbloom rein. Hyperbloom löst ihr folgendermaßen aus. Ihr lasst Dendro mit Hydro reagieren. Die Reihenfolge ist ihr vollkommen egal. Die beiden Elemente müssen einfach nur in Kontakt kommen, das war's. Und das wiederum erschafft einen Dendro-Kern. Wenn ihr dann auf eure Gegner Elektro appliziert, entsteht die Reaktion Hyperbloom und dieser Kern fliegt für gewaltigen Schaden auf eure Gegner. Und genau dieser Teil, das bedeutet diese Elektro-Applikation mit dem Kern, ist eine transformative Reaktion, die dementsprechend nur auf Elementarkunde und eurem Charakterlevel basiert. Deswegen eine Frage an euch, da Kuki Shinobu in diesem Fall die transformative Reaktion triggert, wie sollten dann ihre Artefakte aussehen? Sollte sie Elementarkunde, Elektroschadensbonus und Crit haben? Sollte sie dreimal Elementarkunde haben? Oder sollte sie Elementarkunde, Elektroschadensbonus und dann wieder Elementarkunde haben? Und natürlich auch, welches Level sollte sie haben? Hä? Weißt du's? Die Antwort hierauf lautet natürlich, Achtung, ich sage es jetzt, dreimal Elementarkunde und Level 90.
Ganz wichtig, okay? Die Elementarkunde ist bei diesen Charakteren das A und O. Das ist etwas, was ihr beachten müsst. Und vor allem seit Dendro ist es sehr wichtig geworden, sowas zu verstehen. Vor allem, wenn ihr Nahida im Team habt. Denn sie ist in der Regel die Wurzel von sehr starken Dendro-Reaktionen. No pun intended. Kommen wir nun zur dritten Art von Reaktion, nämlich additive Reaktionen. Und additive Reaktionen sind ein Mix aus verstärkenden Reaktionen und transformativen Reaktionen. Es gibt vorab nur zwei additive Reaktionen, keine Sorge. Das sind Elektro auf Dendro und vice versa. Anders gesagt, Spread und Aggravate. Das ist jetzt sehr interessant, und zwar haben Spread und Aggravate einen eigenen Multiplikator. Dieser Multiplikator basiert aber nicht auf eurem eigenen Schaden, sondern auf eurem Charakterlevel. Dieser hat einen eigenen Wert, der dann nun mal multipliziert und auf euren eigenen Schaden addiert wird. Dieser Wert wird dann nochmal durch Elementarkunde beeinflusst, aber natürlich ist hier, wie gesagt, auch euer eigener Schaden wichtig, weswegen ihr Crit, Angriff und so weiter braucht. Das hier ist aber ein sehr schwieriges Feld, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Charaktere wie Yaimiko und Kuching können zum Beispiel sorgenfrei eine Elementarkunde-Sanduhr ausrüsten. Das geht eigentlich problemlos. Charaktere wie Sino hingegen, der genau wie Kuching und Yaimiko Aggravate ist, braucht aber definitiv eine Angriff-Prozent-Sanduhr. Wenn ihr hingegen seine Waffe hättet, bräuchte ihr eine Elementarkunde-Sanduhr. Bei Charakteren wie Tainari ist das super teamabhängig, was ihr braucht. Alhaven braucht zu 100% eine Elementarkunde-Sanduhr, weil er gefühlt überall Elementarkunde-Scaling hat. Das Feld ist echt komplex. Aber wo ihr euch immer sicher sein könnt, der Kelch ist immer Elektro oder Dendro, je nachdem welches Element ihr benutzt, der Haarreif ist Crit. Das einzige Problem ist halt die Sanduhr, und da bin ich ganz ehrlich mit euch, recherchiert am besten. Es gibt hier unfassbar viele Faktoren, die eure Entscheidung beeinflussen können. Bei solchen Charakteren würde ich euch echt raten, recherchiert nach der Sanduhr und gut ist. So wird eine Reaktion, ich weiß, das war sehr viel Information auf einmal, das Thema ist aber auch eben nicht einfach, ich weiß, alles gut. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Gar kein Problem. So oder so, don't worry, my friends, denn ab hier wird's leichter. Es geht los mit den Artefakt-Sets. Let's go. Artefakt-Sets sind ein wichtiges Thema in Genshin, und das solltet ihr nicht ignorieren. Artefakt-Sets haben meistens eine stützende Funktion, einige haben aber sogar Schlüsselfunktion, damit der Charakter überhaupt funktioniert. Und statt hier sinnlos drum herum zu reden, gehen wir mal auf einige Artefakt-Sets ein. Wir nehmen als Beispiel unsere Mama, aka Raiden Shogun. Ihr Artefakt-Set, also Wappen des getrennten Schicksals, verleiht ihr zum einen mehr Aufladerate, zum anderen profitiert ihr aber schadenstechnisch, wenn ihr eure Burst benutzt, basierend auf eurer Aufladerate, was ihr natürlich einen fetten Schadensboost gibt. Ihr Kit basiert ja auch auf Aufladerate, weswegen dieses Set nicht nur den Verlust des Schadens minimalisiert, sondern sogar mehr Schaden herausbringt. Ich will euch mal einen Vergleich zeigen. Links haben wir das 4-Piece-Set, rechts haben wir 2-Piece-Attack, 2-Piece-Aufladerate, und wir sehen natürlich einen spürbaren Unterschied im Schaden. Das ist ein Beispiel dafür, warum Artefakt-Sets wichtig sind. Meine Mona spiele ich genau wie Raiden Shogun auf 4-Piece-Wappen. Meine Mona hat nur wenig Aufladerate, weswegen ich manchmal ihre Sanduhr mit einer Aufladerate-Sanduhr ersetze. Und da wir eben in diesem Artefakt-Set von Aufladerate profitieren, haben wir eben mit Raiden erklärt, ist unser Schadensverlust gar nicht mal so tragisch, denn dafür hat sie ihre Burst öfter bereit. Sino beispielsweise profitiert zwar von Elementarkunde, ohne seine Waffe braucht die aber eine Angriff-Prozent-Sanduhr. Ich habe ihm das 4-Piece-Gilde-Dream-Set ausgerüstet, was kurz gesagt seine Elementarkunde weiterhin erhöht, wenn ihr eine Reaktion auslöst. Für einen Charakter wie ihn ist es natürlich sehr wichtig, denn Elementarkunde bufft weiterhin seinen Schaden, da es ein reaktionsbasiertes Team ist. Zucros benutzt das 4-Piece grünlicher Schattenset, das ist für Support-Animo-Charaktere das Schlüsselartefakt-Set, super wichtig für Animo-Charaktere. Das könnt ihr euch eigentlich immer merken, Zucros, Kazuha und auch Lynette brauchen das Set zum Beispiel, damit ihre Support-Kapazitäten drastisch erhöht werden. Wenn wir jetzt nochmal den Direktvergleich machen, stellt euch vor, wir haben links alle Artefakt-Sets richtig, rechts haben wir alles falsch und aha! Ein spürbarer Unterschied, oder? Um zu verstehen, welches Artefakt-Set ihr braucht, natürlich könnt ihr euch auch einfach in den Charakter einlesen und euch selbst erschließen, was dieser braucht, aber auch hier kann euch eine gute alte Recherche weiterhelfen. Das Thema Artefakt-Sets ist ein sehr großes Thema, darauf gehen wir aber nicht weiterhin ein. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt sehr gerne. Ansonsten erkläre ich in den Character-Guides auch immer, warum ihr welches Set braucht. Wie dem auch sei, kommen wir nun zum letzten Thema, und dieses Thema ist sehr leicht. Nämlich zu den Waffen. Bei den Waffen solltet ihr auf mehrere Sachen achten. Wichtig ist die Waffen-Mainstat und natürlich auch der Waffeneffekt. Vorab, für Charaktere, die viel Schaden rausholen sollen, werden Crit-Waffen in der Regel sehr stark bevorzugt. Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie kommen die auf so hohe Crit-Werte, das liegt meistens an der Waffe. Wenn ich jetzt meiner Yoimiya einen Bogen geben würde, ohne Crit-Werte, sieht das Ganze deutlich schlechter aus, oder? Deswegen nicht wundern, sehr viele Leute haben Crit-Waffen ausgerüstet, diese sind auch schwieriger zu bekommen. Man könnte sagen,
sagen, pay to win. Also eigentlich braucht man sie nicht, aber das Bauen der Charaktere ist dadurch deutlich leichter, weil das Balancen der Crit Ratio, also euer Crit-Verhältnis, Crit Rate zu Crit Damage, einfacher ist. Grundsätzlich gilt hier die Regel, wenn ihr eine Waffe mit Crit Rate habt, also KT, braucht ihr ein Haarreif mit Crit Damage, also Crit Schaden. Ihr müsst euch nicht daran halten, aber das ist eigentlich die oberste Regel. Wenn ihr das aber richtig ausbalancieren könnt, wäre das prinzipiell auch machbar. Bei meiner Yoimiya ist das so, die Waffe hat Crit Schaden, auch der Haarreif hat Crit Schaden. Trotzdem konnte ich durch Substats über 70% KT erreichen und das ist deswegen in Ordnung. Wohlbemerkt, sie bekommt KT durchs Leveln, sonst wäre das unmöglich. Nicht vergessen, Ito zum Beispiel auch. Auch bei ihm könnt ihr das rein theoretisch machen. Im Endeffekt geht es immer um euer Crit-Verhältnis. Das Mindestmaß ist immer so 50 zu 100 ohne Crit-Waffe. Mit Crit-Waffen könnt und solltet ihr natürlich auch mehr rausholen. Ganz overpowered sind natürlich die eigenen 5-Sterne-Waffen. Das ist, abgesehen von Zhongli's Waffe, für eure Chars die beste Wahl. Die Waffen sind meistens perfekt auf eure Chars abgestimmt. Raiden Shoguns Waffe zum Beispiel ist sehr gut, kann aber außerhalb von ihr kaum von jemandem richtig genutzt werden, außer vielleicht Changling. Itos Waffe ist perfekt für ihn, für andere Chars aber wegen des Waffeneffekts nicht optimal. Staff of Homer ist ein sehr guter Pole-Arm für sehr viele Chars. Wenn ihr die Waffe pullen könnt, dann bitte, werdet ihr nicht bereuen. Kommt übrigens auch in Version 4.1 Phase 1 zusammen mit natürlich Hutao. Würde ich euch aber echt nur dann empfehlen, wenn ihr schon im Endgame seid. Support-Charaktere hingegen brauchen meistens Waffen mit Aufladerate. Das ist auch nicht immer der Fall, weil es immer darauf ankommt, wie viel Aufladerate ihr braucht. Ist aber eine Sache, die man in der Regel anpeilt. Wichtig ist hier aber, wenn ihr eine Sandu habt mit Aufladerate und ihr habt genug Aufladerate, dann braucht ihr natürlich keine Aufladerate-Waffe. Dann könnt ihr auf Crit gehen oder auf Angriff von mir aus. Irgendwas, wovon der Char profitiert, um das Maximum aus diesem Support rauszuholen. Bei meinem Xingqiu ist das sogar andersrum. Er trägt eine Aufladerate-Waffe und eine Angriffprozent-Sanduhr, weil er genug Aufladerate hat. Mein Bennyboy trägt eine Aufladerate-Sanduhr, aber eine Waffe mit hoher Base-Attack. Das ist der Fokus. Er hat auch genug Aufladerate. Von daher darf ich das machen. Übrigens, eine sehr gute Support-Waffe ist das Favonio-Schwert, was extra Partikel generiert, und auch das Opferschwert, was euren Skill zweimal benutzen lässt. Das kann sehr stark mit der Aufladerate helfen. Kleiner Top-Tipp von mir. Die Waffen kann man sich irgendwann eigentlich erschließen. Ich finde, das ist mitunter eine der leichtesten Themen. Das ist aber offen gesprochen eine Sache, die mit Zeit kommt, ist aber wirklich nicht schwierig. Was auch nicht schwierig wäre, wenn du auf Twitch folgen könntest, Links in der Beschreibung. Die letzten drei Videos sowie Part 1 dieser Serie sind gleich in der Endcard zu sehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt doch bitte eure Fragen. Und damit sage ich ciao, arrivederci, sayonara und bis zum nächsten Mal.